Ja, das soll ja wohl 5000 Euro gekostet haben. 5000 Euro für Striche, Mann. Ich glaube, ich scheiß mir da. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's cock. Mann, startet doch. Hat man schon lange nicht mehr jetzt, ne? Realer Irrsinn. Hat man schon lange nicht der mehr. Der Neufahrwasserweg in Berlin-Marzahn ist eine Re- Neufahrwasserweg, ne? Das ist mal ein geiler Name. Schmale Straße. Autos und Fußgänger nutzten sie bislang gemeinsam. Oh, ich hasse solche Straßen, die absolut keinen Fußweg haben. Das ist so scheiße. Ich habe schon oft erlebt, in kleine Dörfer, wenn man da durchfährt, dass da lauter Häuser an der Seite stehen, aber es absolut keinen Fußweg gibt. Das ist bloß eine schmale Straße, wo von beiden Seiten Autos kommen dürfen, aber wo nur ein Auto langfahren kann, weil die Straße so schmal ist, dass man sich nicht zusammen durchdrängen kann. Wer kommt auf so eine Idee? Das ist ja eigentlich auch gewollt, dass man sich in der Zone 30 gegenseitig Rücksichtnahme macht, ne? So. Gegenseitig Rücksichtnahme machen. Und das hat jetzt hier über 20, ja, genau. 30, 40 Jahre funktioniert. Ja, da gab es nie Streit so. Oder irgendwelche Probleme, wo man sagte, Gefahrensituation. Doch der Bezirk Marzahn-Hellersdorf wollte auf Nummer ganz sicher gehen und hat sich was Neues ausgedacht. Mit diesem Strich wurde ein eigener Gehweg am Rand der Straße abgetrennt und zwar ganz. Ich sag dazu nichts. Am Rand. Das ist ohne Worte beschrieben Deutschland. Aber wie man das so schön sehen kann, eigentlich fast nur für die seitliche Nutzung. Also sprich... Muss so wie bei TrueMate einfach eine Seite lang laufen. So für mich an der Kante als erwachsener Mensch reicht es schon nicht mehr aus, diese 40 Zentimeter. Junge, das reicht nicht mal für ein Kind. Um das adäquat zu benutzen. Eigentlich werden für Fuß... Willkommen in Deutschland, Alter. Wege 2,50 Meter Breite empfohlen. Hier ist er nur ein Sechstel so breit. Laut den Markierungsprofis vom Straßen- und... Nenn in Deutschland bitte niemanden Profi. Grünfläche. Der für Straßenbau und jegliche Scheiße verantwortlich ist. Die kriegen nicht mal Ampelsysteme auf die Reihe. Die Fußgängerampeln bleiben 5 Sekunden rot. Das schafft Naomi mit einem Rollator nie im Leben. Geschweige denn von einem Kind. Amt Marzahn-Hellersdorf ist das ein... Sicherheitsbereich mit Markierung und Sperrpollern für die Fußgänger, um dem Autofahrer... Sperrpollern, da standen gerade mal zwei Dinger 500 Meter weiter vorne! ...deutlich aufzuzeigen, dass hier eine Begegnung mit Fußgängern stattfindet. Hier laufe ich da nicht lang, ich gebe... Also, wenn ich da zum ersten Mal durchfahren würde als Autofahrer, ich würde mir denken, hä, warum ist da eine durchgezogene Linie? Auf der Seite kann kein Auto fahren, wen soll ich da überholen wollen? Muss ein Autofahrer kommen, geht hier rüber. Das ist aber auch wieder so eine enge Straße, wo ich mir denke, wenn da zwei Autos aufeinander zukommen, wie wollen die ausweichen? Da muss ja einer 100 Meter wieder zurückfahren. Wer kommt auf so eine Idee? Dann würde ich so eine Straße als Einbahnstraße machen, auch nicht als Zweibahnstraße. Ja, dann ist erledigt. So. Geht ja gar nicht. Ey, wie willst du da mit Kinder... Ah, gut, da kannst du sowieso nicht mit Kinderwagen lang. Welcher Kinderwagen ist schon 46 cm breit? Da sind ihre Sachen, da zerreißen sie sich ja die Sachen. Sie können hier nicht laufen, das geht nicht. Selbst mit gutem Willen nicht. Wie soll das? Selbst mit gutem Willen nicht? Ey, da kannst du nicht mal mit schlechtem Willen laufen. Auch wenigstens da vorne gestrichelte Linie, da darf ich überholen. Das wäre jetzt der normale Weg. Ja. Junge, wenn du da fertig bist mit Laufen, da sieht der Arm aus wie ein zerkratzter Hoden, Alter. Das geht keiner, ne? Da zerkratzt dir die ganze Haut. Zumindest der aufgemalte Fußgänger hat hier ausreichend Platz. Ja, Schildkröte. Das ist ein Zwergstreich. Steuerverschwendung. Das ist ein Fußweg für Hobbits, Mann. Ja, das sollte ja wohl 5000 Euro gekostet haben. 5000 Euro für Striche, Mann. Ich glaube, ich scheiß mir den Haken weg, Alter. Na gut, die Dinger, die da drinnen stecken, die kosten bestimmt auch so 5 Euro. Aber Alter, das Geld hättest du mir im Briefkasten stecken können. Ich hätte mehr damit anfangen können. Und zwar für die Markierung und die schicken Poller. Das Bezirksamt erklärt etwas schmallippig. Die Straße ist sehr schmal, sodass andere Maßnahmen leider nicht möglich waren. Früher hat man... Der hätte sie ja gehen ergreifen müssen. Das war sinnlos. Sag, man soll erst überlegen und dann handeln. Und nee, das ist heute nicht mehr drin. Heute wird erst gehandelt und dann überlegt, ob das gut war. Man sieht die CDU und ihre Corona-Maßnahmen, die hinten und vorne nicht hinhauen. Vielleicht auch an das Ende denken, aber Sie sehen ja, Matthias. Mit Kinderwagen und Rollator geht es hier gar nicht. Hab ich doch vorhin schon gesagt, hast du nicht zugehört, Mann? Ja. Nee, man kommt nicht durch. Also man kriegt den hier nicht sozusagen an... Du passt mit Kinderwagen! Och, das ist guter Kinderwagen. An der Strebe vorbei. Tja, dann bleibt nur die Alternative, weiter auf der Straße zu gehen. Machen eh alle. Oder ist der schmale Fußweg am Ende doch eher eine künstlerische Installation als eine Verkehr... Ach komm, auf so eine bescheuerte Idee kommt doch nicht mal ein Künstler. Da hat einer am Amt sich an
Monty Python und dem Ministry for Silly Walks. Nee, da haben sie euch einen dran gesetzt, für den sie gerade keine Arbeit hatten, Alter. Die dachten sich, irgendwie muss der noch auf seine Stunden kommen. Setz sich an irgendwelche Scheiße. Irgendwie orientiert. Oder Praktikant. Was vielleicht noch möglich wäre noch... Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein CDU-Abgeordneter dafür verantwortlich war. So ein Seitengang... Dank des Bezirksamtes Marzahn. Ja, für einen Krebsgang ist das ganz gut. Lebt man hier auf schmalem Fuß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so dumm. Das Traurige ist, dass sowas so noch möglich ist. Ich meine, wir sind in Deutschland. Ich brauche dazu nichts mehr sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.